Feindliche Agenten? Nein. Feindliche Agenten? Nein. Was sagt die Wut? Wut ist okay bei Orange. Wut ist ziemlich gering bei Gelb. Da sind noch nicht mehr so viele Leute da. Oh, da ist ein Agent aufgetaucht. Verstecken. Und da auch. Verstecken. Ja. 4.000 ist jetzt gerade nicht viel, aber wir haben noch einen Puffer von 400.000. Das dürfte okay sein. Und sobald wir das gebaut haben und eingerichtet haben, können wir mal gucken, wie das genau funktioniert. Und je nachdem dann ein oder zwei Flügel hier hinbauen, um damit ein bisschen zu experimentieren. Und was seid ihr da unten? Erbärmliche Ermittler. Tech. Ja, vielen Dank nochmal für den Kommentar mit den Steuerungen mit mehrfach markieren. Das ist echt praktisch. Warum hast du keinen Tag? Oh. Oh, ich habe gerade die freie Kamera gefunden. Steuerung gedrückt halten und Maus. Ist eine freie Kamera. Ja, wollte ich aber gar nicht. Ich wollte ihn verwirren. Oh, und die gehen alle schon wieder raus. Und die gehen ins Hotel? Wie geil. Nee, 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 wir haben hier keine Atomwaffen. Geh mal ins Casino und gib Geld aus. Klar, warum nicht? Obwohl, nee, die werden irgendwie hier abgeladen. Ja, komisch. Na, wir haben ja noch kein Casino. Hm? Aber wir haben bald ein Klavier und ein Sofa. Hm. Ja, nee, das lassen wir erstmal. Oh, und was mir gerade einfällt, eine interessante Idee aus den Kommentaren, dass wir das fiese Genie einfach mal an eine Stelle stellen, die sehr frequentiert ist. Zum Beispiel das da. Weil jeder, der dem Genie dann vorbeiläuft, wird dann geboostet, was die Stats angeht. Also die regenerieren sich halt. Das hatten wir hier ausgenutzt, damit die durchgehend arbeiten können. Aber ich hoffe mal, das klappt auch so einigermaßen. Und dann haben wir halt hier ein ganz kleines Manko, aber dafür haben alle anderen Leute einen Bonus dadurch. Und gerade was die Loyalität angeht, haben wir noch nichts, was das hochbringt, außer halt ihm. So, wir haben einen Eindringling. Wo denn? Ja, die sind gerade reingekommen. Ich finde das zu cool. So, ist irgendjemand tiefer reingekommen? Oh ja, hier sind zwei Jungs. Die habe ich noch gar nicht markiert. Schlechte Smash-Ermittler. Und da ist aber keine Kamera. Nee. Okay, das sollten wir ändern. Ich brauche auf jeden Fall mehr Knicke in den Gängen in der nächsten Basis. Ich hätte gerne eine Kamera, die von hier aus auf die Türen da guckt. Hm. Also wir könnten hier eine hinbauen, aber ich denke mal, da kann man daran vorbeigehen, ohne dass sie Alarm schlägt. Sind eigentlich die ganzen anderen Bereiche jetzt abgedeckt mit Lautsprechern? Pausenraum hat. Die Waffenkammer hat nicht, aber da ist keiner länger drin. Der hat... Krankenstation. Ist aber auch nicht so frequentiert. Oh, der neue Trainingsraum. Hat der schon Lautsprecher? Nö, sehe ich keine. Sehr schön. Da. Wir hätten gern Sicherheitslautsprecher. Da müsste reichen. So, dich haben wir markiert. Du wirst rausbegleitet. Und hey, die wollen wieder rein. Was soll das denn? So war das nicht abgemacht. Das wäre jetzt natürlich richtig ärgerlich, wenn die immer wieder reinkommen, wie sie rausschicken, sie wieder reinkommen und es werden so immer, immer mehr. Aber ich hoffe mal, die gehen irgendwann permanent. Müssen wir gucken. Aber gut, unsere Jungs halten die hier auf, das ist gut. Todesfallen müssen nicht zum Einsatz kommen. In der Küche ist auch so ein Ding. Und ich krieg Hunger. Oh. 315. Eh. Okay. Versteckt euch mal. Ihr könnt wieder stehen. Ihr könnt wieder stehen. So, 10.000 Einkommen. Und wie viel geben wir für unsere Jungs aus? 1.000 pro Stück. Ja, ist trotzdem nicht so schlimm. Und wir sind bald am Cap dran, wenn ich das richtig sehe. Ja, Bedienstete haben wir mehr als genug. Nehmen wir nochmal ein paar Techniker und schicken die dann nachher los zum Verschwören, um wieder ein paar interessante Missionen zu bekommen. Und ich hätte doch noch ganz gerne so... Ah, jetzt kommt es erst. Okay. Und ich hätte gerne noch ein paar mehr Wachen.
um Geld zu verdienen. Weiß zwar noch nicht wofür, aber Schaden tut's nicht. Im Notfall verballern wir einfach ganz viel Geld für Schnellbedienstete holen. Wow, was macht ihr da? Achso, die bilden jetzt aus. Och, kommt schon, Jungs. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr erst geht, wenn Leute da sind. Okay, wir haben hier sogar schon eingestellt, dass einer immer auf Vorrat da sein soll. Mehr will ich eigentlich auch gar nicht einstellen. Na gut, müssen die Jungs auf der Weltkarte jetzt halt mal kurz ohne Rückendeckung klarkommen. Das passt schon. So, ihr geht wahrscheinlich auch alle zum Ausbilden. Ja, er arbeitet für mich, das ist richtig. Er fühlt sich nicht so gut. Er auch nicht. Und der da auch nicht. Also stundenlang Leute die Füße zu polieren, scheint nicht so angenehm zu sein. Und keiner ist in der Basis. Dafür turnen hier draußen alle noch rum. Aber ich glaube, es sind schon weniger geworden. Oh, und die Hotelhalle ist fertig. Es arbeitet nur keiner drin. Stechuhr? Stechuhr? Gelb müsste eigentlich heißen, dass jeder Platz besetzt ist. Grün hat es einer auf Vorrat da ist. Wir haben mal einen auf Vorrat. Gucken, was passiert. Und ich hätte es ganz gerne, dass die Kamera sich nicht jedes Mal wieder zurückdreht. So. Also, bisher sitzt niemand auf der Couch und bisher spielt niemand Klavier. Ist jemand im Hotelzimmer? Hotelzimmer bieten Touristen die Möglichkeit, sich auszuruhen. Dies stellt sicher, dass die neugierigen Besucher über Nacht lieber in ihren warmen Betten liegen, als ihren Gewölben herumzuschnüffeln. Oh, ein Kunde. Ein Kunde. Sagt ein Kunde. Und weg. Ja, das habt ihr nun davon. Komm schon. Gehst du? Er arbeitet für mich. Und holt Bargeld ab. Irgendwas klappt da noch nicht so wirklich. Vielleicht müssen die Leute tagsüber da sein. Oder die arbeiten nur tagsüber, nehmen dann die Reservierung für die Zimmer an und nachts können die da schlafen. Obwohl, du könntest da reingehen. Ja, sehr schön. Stell dich mal dahinter und sehe so aus, als wenn du kompetent wärst. Sehr schön. Den Gästen ins Gesicht zu gehen, wirkt nicht kompetent. Daran musst du noch arbeiten. So, was bist du? Ein Tourist aus Smash-Gebieten kontrolliert. Kontrolliert ein Gebiet. Er sieht anders aus. Und die sieht auch anders aus als sonst. Okay. Vielleicht haben sie jetzt inzwischen ein wenig mehr Unterschiede in die Skins reingebracht durch den Community-Patch oder so. Oder ich habe einfach vorher nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, dieser grüne Typ wäre mir schon aufgefallen. So, einer ist drin, ist gleich wieder draußen. Der ist auch drin, ist auch gleich wieder draußen. Kamera hat sich schon längst wieder gedreht, aber das ignorieren wir einfach. Und du spielst wieder deine Ping-Pong. Karte. Ihr könnt immer noch klauen. Ihr könnt immer noch klauen. Ihr könnt wieder klauen. 14.000, sehr schön. Also ich bin schon versucht, das Hotel, wenn ich es immer finde, weil die Kamera sich gedreht hat, weiter auszubauen. Jedoch würde ich erstmal gerne gucken, wie das funktioniert. Dafür werden wir wahrscheinlich aber erstmal Tag haben müssen. Obwohl, komm. Wir haben das Geld. Bauen. Hotelflügel. So. Und ich kann es nicht bauen. Warum kann ich es nicht bauen? Das ist jetzt irritierend. Sah aber schon so ähnlich aus, als ich es zum ersten Mal gesetzt hatte. Also ich hatte ja schon mal den Hotelmittelpunkt gesetzt und wollte gleich im Anschluss die Flügel bauen. Und warum geht das jetzt und vorher nicht? Okay, nicht in Frage stellen, einfach bauen. So, 50.000. Und das geht auch schon. Sehr gut. Also kommt in das eine noch ein Teil von der Lobby rein. Oh ne, das eine wird komplett eine Lobby. Mit fast nur Zimmern. Und vielleicht noch irgendwelchen Beschäftigungssachen. Und das andere ist dann diese Halle. Wo die tanzen können oder Cricket spielen oder was auch immer. Oh, die gehen in ein Zimmer.
Wir gehen nicht zusammen in ein Zimmer. La 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 la. Und die Zimmer sind wohl alle unterirdisch. Auch nicht schlecht. So, wie schaut es in der Basis aus? Ich höre Gas. Gas ist nicht gut. Was machst du hier? Warum ist die Tür offen? Das ist eine Dreiertür. Ah, okay. Genau. Werd eingeklemmt und schmeißt einfach deinen Kopf auf den Boden. Also irgendein Agent hat die Tür wohl geknackt. Und dann haben unsere Bediensteten gesehen, hey, der Weg ist ja viel schneller und sind da lang gelaufen. Und sie sind dann so lange durchgelaufen, dass die Tür jedes Mal wieder aktiviert wurde. So. Genau, jetzt können wir mal testen, was für eine Reichweite hast du. So. Du hast bestimmt nicht volle Werte. 56085. Lauf mal weiter. 56085. Nicht sehr viel, aber solange er in dem Einflussbereich war, hat er gut regeneriert. Komm, stell dich mal ein bisschen zentraler hin. So. Sehr gut. Wir bräuchten mehr von ihm. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich habe gehört in den Kommentaren, beziehungsweise ich wurde gespoilert, dass es Gegenstände gibt, die genau die gleiche Funktion haben wie er. Also auch alles in ihrer Umgebung ein wenig anheben, was die Attribute angeht. Und das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Müssen wir die Teile nur noch finden. Aber darum kümmere ich mich erst später. Oh, Klavier. Darum kümmere ich mich aber erst später, wenn halt alles hier soweit gut läuft. Ich will mich da halt nicht hetzen lassen. 315? Nee. Da auch. Das ist okay. Oh, wenn schon, denn schon. Hm? So, jetzt müssen wir ein bisschen aufstocken. Also, du versteckst dich. Du versteckst dich. Du versteckst dich. Und ihr bekommt Nachschub. Du bekommst 4 Wachen. So. Du bekommst 5 Wachen. Und du bekommst 3 Kammerdiener und auch 5 Wachen. Haben wir noch 10 zu Hause. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber theoretisch müssten wir demnächst neue bekommen. Wir haben hier 4 Kammerdiener und einen Techniker. Wir haben hier nur 2 Kammerdiener, das ändern wir auch gleich. Und wir haben hier 3 Kammerdiener, da kann auch noch einer dazu. So, damit müsste das eigentlich okay sein. Und die sind alle noch am Verstecken, solange bis die Agenten weg sind. Was jetzt wäre, hier jedenfalls. Da ist er noch da, da ist er noch da. Okay. Oh, was seid ihr denn? Ihr seht gefährlich aus. Erbärmlicher Einbrecher. Okay, so viel dazu. Und ich brauche definitiv mehr Kameras. Denn wenn ich die jetzt erst markiere, bevor sie, beziehungsweise nachdem sie an der Kamera hier vorbei sind, müssen die Kammerdiener sie ja erst wirklich sehen, bevor sie was machen. Und die werden nicht dahergerufen, um das zu machen. Also stellen wir jetzt echt nochmal hier eine Kamera hin. Oder er kommt auch hier. Strom ist soweit okay? Ja, noch schon. Wir hätten gerne eine Überwachungskamera. Ich würde gerne drehen. Also da haben wir ja schon eine. Na gut, stellen wir sie hier hin und hoffen einfach, dass keiner direkt an der Wand lang geht. Klar, könnten auf der anderen Seite jetzt auch noch eine machen. Also hier und nach da guckend. Aber die verbrauchen ja jedes Mal einen Strom. Wobei, wir haben ja gerade Geld, also können wir das ganze Teil einfach mal erweitern. Wir hätten gerne noch mehr Kraftwerksraum. Bis zum Ende durch. Jo. Der Raum befindet sich im Bau. Und wir hätten gerne noch das Objekt wurde ein, in Auftrag gegeben. Zwei Objekt Kraftwerke. In Auftrag gegeben. Und eigentlich hätte ich gerne noch einen Kondensator, aber da ist nirgends Platz. Okay, dann bauen wir jetzt hier 2 Kondensatoren hin. In der Hoffnung, dass wir nicht weiter erweitern müssen. Aber langsam müssten wir uns das Gröbste an Räumen haben. Und das sollte noch aktiviert werden. So, sehr schön. Du stachelst weiter deine Mitarbeiter an. Das ist sehr gut. Die Goldbarren bleiben beständig.
Oh, und Frauen, die an der Tür rumwerkeln. Stopp, 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 stopp. Ihr werdet jetzt erstmal alle getaggt. So. Und ich habe auch die falschen Fallen mit abgebaut. Die Schubsfallen nämlich. Das ist nicht gut. Die müssen wir gleich wieder zurücksetzen. Da. So. Die obere ist verbunden mit der... Die ist verbunden mit der Druckplatte. Ja, okay, also das obere und das untere. Na, jetzt habe ich das entbunden. Du beweg dich bitte. Oder lass dich bewegen dahin. Und du lass dich verbinden dahin. Und dann müssen wir gleich nochmal gucken, ob das die richtigen sind. Sonst vertauschen wir einfach kurz die Platten. Also die Verbindung der Platten. So, das Ding wird auch gebaut. Oh, und das Ding ist auch schon fertig. Also hier sollte noch ein Hotel-Lobby hin. Hotel-Lobby. So. Zack. 17.000, das ist vollkommen okay. Da drin hätten wir gerne Hotelzimmer. Eins. Zwei. Wir hätten gerne... Oh, bei uns gibt es nicht mehr wirklich viel. Okay. Dann brauchen wir einfach mal eine Reihe Hotelzimmer. Und noch ein Konzertflügel und noch ein Dingens. Oh, wir haben es ja, ne? Anscheinend. So. Ist ein bisschen laut, nicht direkt neben dem Sofa. So, hier in der Ecke ist okay. Also ja, definitiv Platzverschwendung, aber hier draußen haben wir ja Platz. Okay. Einmal bauen bitte. Und wir sollten mal wieder abspeichern. Vorher aber Pause aufheben, damit wir Musik haben. Genau. Speichern. Nach Folge 30 inzwischen. Und wir sehen uns gleich wieder.